Musik. Typisch nicht so touristisch. Na, nur wir, ne? Wir wussten nicht genau, das ist jetzt das, das ist der Platz. Warum sind wir auf dem Platz? Klar, wenn wir da schon die Treppen hochgehen, dann müssen wir da oben bestimmt tanzen. Ich habe immer gedacht, hoffentlich ist es das nicht. Das ist ein romantisches Plätzchen. Oder? Das ist ja schon fast viel zu kitschig, um wahr zu sein. Bitte schön. Von Wilmsdorf. Hola, Nikita und Jenke. Hola. Eure erste Challenge wird musikalisch. Ihr schließt euch einer traditionellen Mariachi-Band an und erobert mit eurem Gesang die Herzen der Mexikaner und Mexikanerinnen. Ja. Und das Ganze natürlich in der Landessprache. Ja. Vergiss es. Hier. Wir singen. Hier. Ich stelle mich doch nicht in eine mexikanische Band und singe, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen, doch, ohne singen zu können. Ein bisschen sprechen. Ja, im Restaurant kann ich das. Ich kann ja kein Spanisch, da wäre der Jenke im Vorteil. Er kann ja ganz gut irgendwie Spanisch sprechen. Er sagt zwar immer nur Bestellungen kann er gut, aber ich glaube, der Flunk hat. Der ist ja ein Tiefstapler. Geh du mal ran. Ich kann ja auch gar nicht. Hallo? Ich sag, ich bin nicht da, ich bin schon abgereist. Jenke ist nicht da. Ich glaube, hallo. Wir wurden gerade unterbrochen. Ja, schade. Hinter euch warten schon eure Local Coaches mit ihrer Mariachi-Gruppe. Wer zusammen mit seiner Band in 30 Minuten mehr Pesos in seinem Hut gesammelt hat, der gewinnt die erste Challenge Singing Sombrero. Also, vamos. Okay. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Ja, wir müssen es ja machen. Das ist ja eine Challenge. Das ist ja das Große daran, ne? Gut erkannt. Oh, es ist kein Entkommen. Guck mal. Buenos dias. Zwei Gruppen. Wir haben leider keine Zeit. Ja, wir gehen shoppen. Hola. Hola. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, queremos invitarlos a que nos acompañen con nuestro grupo. Somos del mariachi, sí. Alma Ranchera, si quieren acompañarnos. Guck mal, aber grün und aber rot. Ja, guck mal, du gehst ja, du hast deine eigene Kapelle. Viel Spaß. Ich wünsche dir viel Glück. Wenn wir uns nicht mehr sehen, genießt die restliche Zeit in Mexiko, ja? Doch, wir sehen uns wieder. Also ich habe mir gar keinen Plan gemacht, weil wenn man nicht weiß, was es ist, dann ist es wichtig, dass man sich einfach sagt, mach einfach. Tu die Dinge, die du dich nicht traust. Jetzt hast du die Möglichkeit. Mach's einfach. Was machen wir? Pues vamos a practicar una canción. Sí. Muy mexicana. Sí. Cielito lindo. La conoce? La conoce? Können wir nicht das Angellied singen mit Ayayay und so? Da kann ich wenigstens mitsummen laut. Ja? Ja? Ja. Sí, está más fácil. Gut. Nada más es el coro. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Es todo lo que lleva. Sí. 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 Sí, ahí nada más le entraríamos todos en esa parte. Ay, ay, ay. Canta y no llores. Na klar. Es gibt so Lieder, die hörst du und dann denkst, ja, ja, klar, kenne ich, aber deswegen kannst du sie noch lange nicht singen. Und dann stehst du in Mexiko auf einem Platz unter Mexikanern, die diese Musik lieben und verehren. Und die Mariachi sind für die wirklich Helden. Oh Gott, und diese ganzen Leute, was machen die ganzen Leute hier? Cielito lindo. Zu Deutsch so viel wie mein Liebling, ist quasi die inoffizielle Nationalhymne Mexikos. Und dann soll ich da als weiße Langnase spanische Mariachi-Lieder singen und damit auch noch Leute begeistern? Vergiss es doch einfach. Gar nichts drauf. Ich habe immer versucht, auf den Mund zu achten, zu sehen, was die Jungs singen und dann einfach nur Hundertstel nachher das zu sagen, was die sagen. Ay, 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 ich habe richtig Respekt vor dieser Challenge. Ich weiß halt, dass ich das nicht so, ich kann ja gar nicht. Meine Aussprache ist abgeschlossen. Ay, 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 ay. Es läuft ganz großartig und ich habe richtig Lust, jetzt mit denen durch die Clubs zu ziehen und den Mexikanern mal zu zeigen, wie sich das anhört, wenn jemand überhaupt nicht singen kann. Sie hat gepunktet durch ihre Freude daran, ihr Spaß daran, ihr breites Lächeln und ihre Moves. Wahrscheinlich ist das Einzige, was mir jetzt noch hilft, ein cooles Outfit.
Ja, die Kleidung der Mariachi. Sie ist an die traditionelle Tracht der Charros angelehnt, der mexikanischen Cowboys. Die Optik passt schon mal. Aber wie mexikanisch wird wohl der Gesang? Oh, muchas gracias. Die Challenge lautet nämlich Spanisch singen und Pesos sammeln. Auf geht's! Die Almans kommt. Gar nicht mehr. Das fand ich cool. Aber es hat mir nicht den Arsch gerettet. Ich bin kein Mariachi, ich such nur eine Klatschi, um die Mücke an der Wand zu erschlagen. Das Jucken auf der Haut nicht mehr ertragen. Weiß nicht, was ich tun soll, wen kann ich fragen? Ich hab's mal ins Deutsche übersetzt. Wenn du dir die Gesichter anguckst, dann steht da schon jede Menge Ratlosigkeit. Ich wusste auch, dass man das genau hört, wenn ich singe. Und das ist ja nichts, das ist ja nichts Spanisches bei, denke ich. Ne? Ay, 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 ay. Der kriegt die Mädels auch. Schlau. Die haben ja auch gemerkt, dass ich das nicht so kann. Und dann ging meine Peinlichkeit auch von dann. Der mehr Geld in seinem Hut sammelt, der hat diese Challenge gewonnen. Ja, jetzt müsst ihr zahlen, Freunde. Gracias a ti. Oh, muchas gracias. Gracias. Oh, muchísima gracias. Die Sombreros füllen sich. Doch in welchem Hut sind die meisten Scheine? Gracias. Über die Gesamtsumme können sich die beiden Bands aber jetzt schon freuen. Gracias. Yes! Oh! Ah! Chica! Nie zuvor in meinem Leben habe ich mich derart geschämt. Und ich hoffe wirklich, dass der Inhalt dieses Hutes alles wieder gut macht. Okay, du hast aber ein paar Scheinchen. Lass mal gucken. Vielleicht habe ich doch eine Chance. So, komm. Da kam dann doch überraschend viel Münz- und Scheingeld zusammen. 50, 60, 70, 80, 90. Ich frage mich bis heute, warum? 240, ich habe 340. 20, 40, 60, 160. 50, 60, 70, 80, 90. Ich dachte, hoffentlich habe ich jetzt gewonnen. Und der punkte nicht mit seinem Sexiness. 650? Das Dreifache von mir? Gehen wir shoppen? Nikita sah atemberaubend aus. Und natürlich kriegt sie mehr Geld als so ein Fraggy wie ich, verstehst du? Ach, das ist aber ein netter Verlierer jetzt gewesen. Gracias. Thank you. Bravo. Merci. Fehlt nur noch das obligatorische Siegerfoto, um das Ganze auch für die Nachwelt und vor allem für das Finale festzuhalten. Herzlichen Glückwunsch. Nikita geht mit 1:0 in Führung.